Anhänger von US-Präsident Donald Trump haben versucht, die Auszählung weiterer Stimmen zu verhindern. Das Lager von Donald Trump hatte zuvor wegen angeblichem Wahlbetrug ein Ende der Auszählung gefordert. In Arizona sollen einige der Trump-Anhänger sogar bewaffnet gewesen sein. Sicherheitskräfte mussten die Wahllokale schützen. In Chicago zogen Demonstranten durch die Innenstadt in Richtung des dortigen Trump Tower. Sie forderten: Stoppt Trump! In New York kam es zu Zusammenstößen der Trump-Gegner mit der Polizei. Mindestens 20 Menschen wurden festgenommen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.